herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks im Solo-Modus. Letzte Runde lief es ja nicht so gut wieder mit den Simon. Hier sind erstmal noch ein paar Fertigkeiten. Waffenbrüder. Erstmal Waffenbrüder und hier nehmen wir mal Mentor. So. So, und wir wollen heute als erstes mal. Im Übrigen, wenn man die Fertigkeit nicht gleich auswählt, dann werden die trotzdem aufgelevelt. Die erste Fertigkeit. Also man sammelt schon die Erfahrung, auch wenn man es nicht auswählt. Wir starten heute mal mit dem Objekt. Das habe ich heute sowieso noch nicht gespielt. So, mal gucken. Und mal gucken, wie es ist. Warum kommt keine Musik? Ah, doch. Ja, da kommt die leise. So, gucken wir mal, was mit unserem Lieblingsobjekt reißen können. Zerreißen. Papier. Nee, hab ich doch gesagt. Ja. Jetzt habe ich den T-34 davon erstmal voll einen auf den Turm. Premium Tank. Versteck mich mal da drüben in diesem Busch. Mal gucken, ob ich da was reißen kann. Guck mal. Mal gucken. Von hier aus hat man eigentlich mal einen guten. Wenn ich gleich hier ans Scout drüber gefahren komme, das wäre natürlich wieder typisch. Typisch Kamion-P. Da kommt doch schon der scheiß Scout. Bitte nicht aufklären. Also nicht mich. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht getötet werden. Oh ja, macht eine Blatt, bitte. Jawohl. Hat ein Glück. Aber kann ich von hier. Ah, kann ich sogar auf den Berg schießen. Das ist gut. Kann ich eigentlich mal Kollegen treffen, da mal Kollegen treffen. Schicken wir erstmal noch einen Schluck ein, Kari. Was ist das denn? Den kann ich nicht sehen von hier. Na komm doch. Da muss doch irgendwas sein, das gibt's doch nicht. Entschuldigung, dass ich gegähnt hab. Verschissenen Artis. Hat sich überzogen. Ach, komm. Ja, da ist doch was. T30 wäre es aber nicht treffen, wenn hier, oder? Vergessen. T34 genauso wenig. Den T34 auch nicht. Oh. Für den? Nee, natürlich nicht. Es wäre ja auch was gewesen. Es wäre ja gewesen, Michi, und der trifft auch noch auf diesen kleinen Bibbel. Oh, vielleicht. Wir wollen es nochmal wagen. Ja, der hat gesessen auf jeden Fall. Oh, ob er sich jetzt ärgert? So, was haben wir da? T30. VK. Es ist zwar etwas gewagt, was ich jetzt mache. Aber ich will Abschüsse machen. Man sieht nichts. Su 122, 44. Steht auf jeden Fall noch an dem Fleck. Ob ich getroffen habe oder nicht. Oh, ich bin aufgeklärt. Ach, das ist schade. Und die Arti schießt schon auf mich. Aber leider etwas daneben. Und getroffen. Und dieser kleine scheiß Pörschen. Ja, natürlich. Natürlich feuer ich auch daneben. Ja, ich bin das Glück der Kamio-LPs.
Ja, jetzt macht mich fertig. Ja, Munitionstreffer, Richtschütze, Lagerschütze. Ach komm. Da muss doch gesessen haben. Ja, 37 Sekunden Nachladezeit. Ach, das ist doch wieder. Ja, das ist doch wieder wundervoll. Dreck. Nein. Ich darf's aber. Ach. Ich will mal halt mal eine Runde Super Pershing. Ich weiß gar nicht mal, wann ich angefangen habe. Ach so, ja, ich weiß es. Doch, Alkohol. Nein. Muss aber gut in der ersten Runde, ist ja cool. Ist ja schön, ich muss den dann auch noch spielen. Wollten wir ja zusammen spielen, kann ich dann gleich wieder verkaufen. Ja, da kannst du jetzt alles freischalten. Ja, ich könnte bis Funkgerät und den Motor einbauen. Gucken wir mal, wo wir hier lang fahren. Oben lang. Ja, mit Super Pershing fahre ich oben lang. Mit Super Pershing habe ich aber auch die Premium-Muni mit. Also hier Gold-Muni. Oder nennen wir sie einfach mal Premium-Muni. Weil Gold-Muni zählt ja nicht mehr. Es ist ja. Kann man ja auch für die normale. Für das normale Geld kaufen. Doch, die ist aber, es ist eine Haubitzenkanone und dann kannst du trotzdem einbauen. Jetzt musst du mal ausprobieren, wenn du willst. Musst aber, musst nicht. Da da da, di dam, der Adamischi liegt im Schlamm. Der Adamischi nimmt nen Kamm und er kämmt sich das Haar. Ja, er kämmt sich das Haar. Die Texte schreibe ich mir übrigens im Übrigen nicht immer auf vorher. Die lasse ich mir immer. Nicht immer, ich schalte mir die nie auf. Ich lasse mir die immer erst einfallen, den Scheiß. Ja, natürlich. Na los, klärt mich auf, dass die Audi mich abschießen kann, die es nicht gibt. Was ist das für eine Scheißecke? Wie viele fahren denn da bitte auf den Hügel auf? Ich bin der Einzige, so gut wie der Einzige, der hier oben lang fährt. Das ist doch schon wieder lustig. Na los, komm hier vor. Na los. Die 71. Natürlich trifft er mich und er macht natürlich auch gleich Schaden. Ja, genau. Am Super Pershing. An seiner Minikanone. Natürlich sofort. Mit einem Schuss. Also, wenn ich jetzt dreimal auf den geschossen hätte, hätte ich keinen Schaden gemacht. Wobei der Imba ist. Na ja, hängen an dem Stein fest. Fahr noch langsamer wieder. Und wieder Schaden. So. Natürlich. Er kam raus. Und der ist natürlich abgeprallt. Nee, nee, nee. Als ob der durchgeht. Das wäre das erste Mal. Die 71. Zieht sich. Ich stehe den ganzen Tag auf dem Berg rum. Halte natürlich Ausschau. Und er kämmt sich das Haar. Komischerweise kommt er auch immer genau raus zum Schießen, wenn ich mich irgendwo anders hingedreht habe. Manchmal ist es schon ein komisches Spiel. Mal. Der T71 da. Ja, scheiß Spammer. Wir haben sie böse erwischt.
Und der macht natürlich wieder Das gibt's doch gar nicht. Wie könnt ihr mit jedem Schuss Schaden machen? Wie kann der mich treffen? Der steht unter dem Berg. Ah, der macht mich fertig. Da trifft er mich. Der macht jeden Schuss Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Mit jedem Schuss kommt er durch. Das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ihr habt doch keine Ahnung vom Spiel, ja. Ich sag gerade der T29. Rammsteiner Werner, ich bin der beste Spieler vom Spiel. Und ihr habt alle keine Ahnung. Ich habe zwar keinen Abschluss gemacht, aber ihr habt alle keine Ahnung. Die Tiger 2. Ist der nicht schön? Na komm, gucken wir mal, was wir noch so. Big Noob Players. Ja. Ich frage mich, wie die das. Oh ja, das ist wieder eine gute Runde mit dem Objekt. 19.000 minus 10.000. Juhu. Einfach mal eine Runde mit dem IS, wo ich schon 50.000 habe zum IS3. 50.000. Was ist eigentlich eure Meinung, welcher der beste 8er Premium Tank ist, den es gibt? Es gibt ja viele verschiedene. KV-5, Löwe, IS-6, T-34, Super Pershing, welchen gibt's denn noch? Typ 59. Ich glaube, Typ 62 ist auch ein 8er. Weiß ich aber nicht genau, weil ich den nicht gespielt habe, wo es den mal gab. Und diesen komischen amerikanischen Premium-Tem, diesen M6 irgendwas. Weiß nicht, wie der genau heißt, der ist so ein bisschen höher. Ansonsten gibt es noch einen 8er Premium Tank. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Auch wenn ich so überlege. Keine Ahnung. Also selber gut finde ich den. Ja, ich kann die Bewertung nicht richtig abgeben eigentlich, weil ich kenne weder den KV-5 in der Spielweise, noch den Löwe, noch den T-34. Und auch diesen M6 nicht. Dazu müssen wir wahrscheinlich alles mal ausprobiert haben, aber wer hat schon das Geld dazu, alles zu kaufen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das Geld dazu hat, sich die ganzen Panzer zu kaufen. Das ist wirklich eine gute Frage. Sieht der Centurion ist auch ein geiler Panzer. Ja, der Centurion ist ein cooler Panzer. Und man kann gut mit ihm umgehen. Auch wenn du bist ein Landseer. Guter Reim, oder? Guter Reim auf Panzer. Lanzer. Juhu, T-34. Komm, mach mich fertig. Sind davon die Kanone auf die 150er. Die kurze 150er. Ah, das Gute an russischen Panzern ist natürlich, dass man die Kanone so tief senken kann. Kann man auch mal schießen, wenn man ein bisschen beschissen steht. Aber was sagt ihr dazu? Und er fährt rückwärts. Natürlich daneben. War auch sonst nicht. Hätte er auch mal treffen können. Denn der Panzer in meinem Herzen. Kann ich den? Ja, das ist wirklich gut. Es ist gut, dass man die Kanone so weit senken kann. Nein, der trifft mich und macht Schaden an mir. Man kann auch die Kanone nicht so weit senken.
Panzerung nicht durchschlagen. Panzerung nicht durchschlagen. Panzerung nicht durchschlagen. Wenn sie das wenigstens in verschiedenen Tonhöhen aufgenommen hätten. Ah nein, sie haben immer gesagt, Panzerung nicht durchschlagen. Schade. Ich dachte, der Spruch kommt nochmal. Die Hüme der Ecke ist natürlich wieder die falsche Wahl gewesen. Weil ich kann ja nichts reißen. Ich kann hier nichts reißen. Ich kann ja bloß hin. Scheiße. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber das hat die Kari gesagt. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Natürlich ging da nicht durch. Nur der Schüsse, die von Gegnern kommen, ging nochmal durch. Da ging irgendwo hin, wo ich nicht verstehen kann, wo er hingeht. Na los, machst du jetzt mal richtig Schaden an mir, ja. Ich will wenigstens nochmal sehen, was es ist. Kette beschädigt! Panzerung nicht durchschlagen! Geht ihr je wieder zu? 10 Sekunden nach Ladezeit sind schön. Sie haben uns raus hier! Ja! Ach, so scheiße. Mann, oh Mann, manchmal frage ich mich, was ich falsch mache. Das sind ja nur scheiß Runden, die ich jetzt spiele. Ich frage mich, wer von euch das noch anguckt und noch Spaß dran hat. Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe sogar 21.000 plus gemacht. Na komm, spielen wir mal noch meine beliebsten Sechser. Juhu! Wieder mit Sechser wieder ins Achtergefecht gekommen. Das Samstagabend, wo eigentlich viele Sechser online sind. Und deshalb kommt man in ein Gefecht, wo in dem Gegnerteam 3 T34 sind. Was soll ich da bitte mit dem All anfangen? Ich kann mich eigentlich direkt hier hinrichten selber. Was soll ich damit machen? Was soll ich da machen? Ach, so scheiße. Manchmal kotzt mich das schön an. Das ist auch, wenn ich mit einem IS spiele. Wenn ich IS gegenüber stehe, der IS kommt jedes Mal bei mir durch. Und wenn ich drauf schieße, Abpraller, Abpraller, Abpraller. Egal wo ich hinschieße, immer Abpraller. Ob es von der Seite ist, auf der Kette oder vorne drauf oder unter Wanne oder Turm. Und egal wo die mir hinschießen, die kommen immer durch. Mit jedem Panzer. Hat der ja gerade gesehen wieder. Die S-Runde war wieder voll von Arsch gerade. Für den Arsch. Nicht für den Papa. Auch die All-Runde hier ist wieder von Arsch, weil es Matchmaking wieder abgenügt hat. Ich warte lieber für noch 10 Sekunden länger, wenn ich dann in den 6er-Gefecht komme. Aber nee, ich komme wieder in den 8er-Gefecht und hier sind wir die ganzen tieferen 30 wieder üben. Ja, und ich komme natürlich. Und na los, du triffst doch. Komm. Oh, sogar Wirkungstreffer am T34 mit dem Arm. Nicht schlecht. Er steht aber auch beschissen, der T34. Jawohl, das läuft. Es muss auch dumme T34-Spieler geben. Vor allen Dingen, wie viel Schaden macht er mir mit einem Schuss? Das kann doch nicht sein. 469.
Ja, genau. Du stehst gut. Auf 1S. Superpirsch. Oh, ja, das geht doch mal. Wahrscheinlich hat mich der World of Tanks Gott jetzt mal erhört. Ja, das ist auch lustig, wenn du dann angerammt wirst, kurz vor mir abdrücken. Ja, da war gut. Oh, die Kanone ist gar nicht so schlecht hier auf dem Arm. Wo hat denn der gekriegt? Ah, von deinem Weg. Ah, die haben gesessen beide. Und da macht mich natürlich klar. Da hat zwei Schüsse gebraucht, finde ich. Klasse. 10.000 Schüsse habe ich abgelassen, keinen abgeschossen. Wie die ganze Runde schon. Das ist einfach manchmal nur zum... Manchmal ist es einfach bloß zum Kotzen. Vor allem am Wochenende ist es immer ganz schlimm. Hat auch solches Glück, ihn zu bepushen. Wir wetten, der T-34 setzt einen zielgenauen Schuss, dass er zerstört wird. Natürlich. Soll ich mal mit irgendeinem Panzer da drauf schießen beim Superpushing, wo die Treffer sind? Ich wette mit euch, dass ich keinen durchkriege. Naja, wenigstens haben wir hier mal ein bisschen Schaden verteilt. Probieren wir noch den Jumbo-Schirmen aus. Oh, sogar gewonnen mit IS. Und den müsste ich doch jetzt über 50.000 schon haben mit IS. 50.100, sehr schön. Sehr schön. Probieren wir mal den. Fahren wir mal mit Jumbo. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Jumbo, bum, bum, bum. Dilly, dilly. Gucken wir mal, ob wir damit was erreichen können. Ach. Beim Jumbo ist wieder die Scheiße, dass die Kanone eigentlich zu klein ist. Die macht viel zu wenig Schaden. Die kommt zwar fast immer durch, also bei einem normalen Spieler kommt sie fast immer durch, macht aber zu wenig Schaden, als gegen, dass ich gegen anderen Sechsern ankommen kann, könnte. Leg mir los! T-34. Gucken wir mal, ob man das Gefecht noch länger überleben oder ob man da gleich wieder verrecken. Es tut mir auch für mich und auch für euch leid, wenn ihr euch das angucken müsst und seht, dass ich dann so... Manchmal so abnoob, aber das ist einfach so bei meinem Let's Play. Ich nehme halt eine halbe Stunde auf und lade es dann hoch. Ich mache jetzt, nehme jetzt die 100 Gameplays auf und nehme dann die besten beiden und mache daraus eine Folge. Das, da könnte ich mich auch gleich umbenennen, einen anderen Namen. Da will ja jeder Let's Player so seinen eigenen Stil entwickeln. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, mir beim Abnooben zuzugucken. Es ist auch manchmal ein bisschen lustig, wie ich spiele. Habt auch eure Freude dran. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich hoffe es einfach, dass es euch Freude macht. Und dass es bei euch ganz laut kracht. Wenn ihr seht, wie ich abluse und mit der Kari schmuse. Und ihr öffnet dann die... Das sehen Sie bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt World of Tanks ab 18. USK 18. This game is not being rated. Aber in Deutschland ist Sex ja sowieso nicht so schlimm. Nur bei den Amis ist es so schlimm. KV1S ist ein... Ja, na klar!
Er dreht sich einmal um und sofort drückt er ab und macht mir 443 Schaden. 443. Ich glaube, ich habe, wo ich KV1S gespielt habe, nie so einen hohen Treffer gemacht. Und das freut mich schon wieder, dass ich der Einzige bin, der hier hinten ist. Da kann ich wenigstens schnell abgefarmt werden. Manchmal stellen sich aber auch die Teams so bescheuert an, ey. Ja, du kannst ruhig hochkommen, ist sowieso niemand anders oben. Natürlich. Genau, da macht mich mit zwei Schüssen fertig. Locker. Da kommt hoch und schießt sofort. Nicht erst anzielen. Nee, abdrücken, heißt Mutter. Ach, das ist doch so kotzen manchmal. Oh, mit dem Arm haben wir doch ordentlich gemacht. 3500. T34, 700 Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Haben wir schon 13.000. So viel war. 13.000? Da kann man ja fast die 90mm Kanone freischalten. Wollte man was Lustiges sehen? Ach, ich habe einen Leichttraktor. Cool, oder? Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wollen wir eine Runde Leichttraktor fahren? Oder eine Runde Crusader? Komm, spielen wir nochmal Crusader. Vielleicht kann man damit was reißen. Down. Hat sich echt mal wieder jemand die Leaf-Arti gekauft. Ach, wundervoll, dass ich wieder so eine aufgeplatzte Blase mitten im Mund habe. Das ist doch was Schönes. Das mögt ihr doch bestimmt auch. Bei jedem kleinen Tropfen Speichel, der drüber läuft, oder kleine Speise, die er esst, immer tut es weh. Das ist doch schön, sowas. Wundervoll. Egal, ich kenne auch das Gefühl von diesen Dingen. Es ist noch nicht nach 23 Uhr. Zum Glück hat es niemand gehört, sonst hört ja sowieso niemand zu. Fährt der Leopard lang? So ganz unten. Na, 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 na. Wetten, wir werden gleich wieder übelst abgeformt. Aufs Übelste. Gucken wir mal, was haben wir da? Noch Panzer 3. Ja, das ist gut. Das ist die mittlerin und die T1 Heavy ist die schwere Schiene. Das ist auch gut. Los. Natürlich treffe ich nicht. Auch wenn das Ziel 100% auf den Gegner ist, treffe ich natürlich nicht. Keine Ahnung, wo der Schuss dahin geht. Ja, los, metzelt mich wieder. Juhu, Hetzer. Juhu. Juhu. Genau, das ist doch wundervoll. Ist aber auch wieder lustig, wie keiner mit hier rübergefahren ist von meinem Team. Nur der Lux und ein kleiner Jagdpanzer. Was ist denn los am Wochenende mit den Mitspielern? Sind ja einfach alle so bescheuert. Vor allem, wie steht denn der da? Wo zielt denn der bitte hin? Das ist es. Was soll man dazu noch sagen? Warum steht er hier quer zur Straße? Damit er leichter abgefarmt werden kann? Wahrscheinlich. Ach Gott, ey.
Ach Gott. Naja, gucken wir uns noch das Gefecht zu Ende an. Das ist sowieso gleich zu Ende. Ja, schön. Gucken wir uns mal den AT-8 an. Den britischen Panzerjäger. So, da prallt wieder ein Schuss ab. Der Cruiser, der kommt von vorne sowieso nicht durch den AT-8. Bam. Bam. Jawohl, fünfter Abschuss vom AT-8. Und jetzt kommt gleich das Incredible AT-8 Battle. Ja, ist nicht normal, wie oft heute Camping Kofka kommt. Was macht denn die Arti da? Das ist ein leichter Abschuss für den AT-8. Und ja. Yeah. Sein sechster Abschuss im Übrigen. Das ist ein bisschen britischer Panzerjäger. Tier 6. Hä? Das ist. Der kann vorfahren, weil der so viel aushält. Ach Gott. Was muss ich sagen? Hübsch sind die Panzerjäger nicht. Von den Briten. Ja, und das bringt es ja, weil sie undurchdringlich sind für jeden Panzer. Von vorne jedenfalls. Wenn ich gerade diesen kleinen Einstieg trifft oben, so sind die undurchdringlich. So. Ja, mal gucken, ob wir jetzt noch... Ja, der hat gesessen. Jawohl. Das fährt auch einfach rüber, stellt sich gerade hin und schießt. Wird natürlich nicht zerstört. Zwei Artis. Ja, das wäre wenigstens ein Sieg mit Crusader. Auch wenn es nichts bringen wird. Ach, die Runde ist wenigstens gewonnen. Klasse. So was liebe ich natürlich. 1200 doch. Bin hinterm Berg und der kann hinterm Berg schießen. Okay. Und damit beende ich die Runde für heute mit einem dreifachen Sport frei.